bahnfrei für den Golf Rally, den exklusivsten und schnellsten Volkswagen der 80er Jahre, der ultimativen Ausbaustufe des Golf 2. Von 1983 bis 1992 wird der Verkaufsschlager Golf 2 über 6 Millionen Mal gebaut. Ab 1989 wird auch eine Rallye-Variante angeboten. Der Golf 2, der schrieb ja damals Geschichte als erster Volkswagen, der mehr oder weniger vollautomatisch von Industrierobotern gebaut wurde. Eine Ausnahme bildet dieser Rallye-Golf hier. Der wurde förmlich in Handarbeit im VW-Werk in Brüssel gefertigt, 5000 Mal. Und das hatte einen Grund. VW wollte zurück in den Rallye-Sport. Und dazu bedarf es eines sogenannten Homologationsmodells, sprich einer käuflichen Sportvariante des Golf 2, die schon alle Zutaten für den Rallye-Sport enthält. Hey! Schon 1986 feierte der Golf 2 ein Rallye-Debüt nach Maß. In der Gruppe A holte sich der Schwede Kenneth Eriksson im Golf GTI den Weltmeistertitel. Doch mit Frontantrieb und Saugmotor kämpft der 193 PS starke GTI eigentlich mit stumpfen Waffen. Die höllisch schnellen Gruppe B-Autos starten damals schon mit Turbolader und Allradantrieb. Nach diesem Rezept entsteht auch der Rallye-Golf. Dieser für jedermann käuflich erwerbliche Rallye-Golf wurde damals mit 160 PS ausgeliefert. Viel beeindruckender als diese schnöde Zahl ist aber die Art und Weise, wie sich die Leistung entfaltet. Sehr kraftvoll, aber sehr harmonisch und das schon im unteren Drehzahlbereich. Und für die richtige Traktion sorgt der VW-eigene Synchro-Allradantrieb mit einer zentralen Viskokupplung und die verteilt die Kraft je nach Bedarf ganz flexibel auf die Vorder- und Hinterachse. Im Rallye-Golf steckte damals nur Technik vom Feinsten. Als erster Golf 2 bremste er serienmäßig mit ABS. Auch der obligatorische Heckspoiler für bessere Aerodynamik darf natürlich nicht fehlen. So viel Exklusivität und technische Raffinesse, die ließ sich VW richtig gut bezahlen. 46.500 D-Mark kostete der Rallye Golf 1989 und das waren 20.000 Mark mehr als der GTI mit 129 PS. Und das war selbst für eingefleischte Fans zu viel. Und so gab es ihn ein Jahr später schon für 35.000 Mark. Schließlich wollte man die 5.000 gebauten Exemplare auch an den Mann bringen. Heute ist das Rallye-Modell der teuerste Golf 2 und kostet in gutem Zustand mindestens 15.000 Euro. Wichtigstes Erkennungsmerkmal des Rallye-Golf sind diese ausgeprägten Kotflügelverbreiterungen. Da ist Platz für Reifen mit bis zu 205 mm Breite ein Muss für maximale Traktion. Für die Aerodynamik gibt es einen Heckspoiler, Seitenschweller, einen Frontspoiler. Auch eine Besonderheit, die eckigen GE-Leuchten. Die sind so hell, da kriegt man auch den dunkelsten Wald mit ausgeleuchtet. Einen Kniff haben sich die VW-Ingenieure auch noch einfallen lassen, um die Steifigkeit der Karosserie zu verbessern. Sitzt die Frontscheibe nicht wie sonst üblich in einer Gummidichtung, die wurde aufgeklebt. Alles in allem beste Zutaten für die Rallye-Piste. Ein härter abgestimmtes Sportfahrwerk darf im Rallye-Paket natürlich nicht fehlen. Die damals populäre Tieferlegung kann man sich beim Rallye-Golf getrost sparen. Das kompromisslose Sportgerät ist ausschließlich als Dreitürer lieferbar. Außerdem sind sämtliche Anbauteile wie Kühlergrill, Stoßstangen und Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert. Im Innenraum geben Sportsitze aus dem Hause Recaro ambitionierten Piloten Halt. Der bis 260 km/h reichende Tacho macht neugierig. Was hat der böse Golf wohl unter der Haube? Der 1,8 Liter Vierzylindermotor, der stammt aus dem damals nagelneuen Corrado und wurde für den Rallye-Golf ein bisschen verkleinert, damit dieser auch in der Klasse bis 1,7 Liter starten darf. Und für ordentlich Schub sorgt dieser G-Lader hier, das ist ein sogenannter Spirallader, der anders als andere Turbolader nicht durch den Abgasstrom, sondern durch einen Riemen angetrieben wird. Der große Vorteil, kein Turboloch, sondern Schub bei allen Drehzahlen.
Das Bauprinzip des G-Laders erinnert eher an einen Kompressor als an einen Turbo. Trotz beeindruckender Kraftentfaltung hat dieser Spirallader zu Unrecht einen schlechten Ruf. Eigentlich ist der G-Lader ziemlich robust gebaut und bei entsprechender Pflege für mehrere hunderttausend Kilometer Lebensdauer ausgelegt. Aber wilde Tuning-Experimente ruinierten seinen Ruf, denn mit ganz einfachen Mitteln kann man die Drehzahl dramatisch erhöhen. Und wenn eine solche Laderwelle statt mit vorgesehenen maximal 10.000 Umdrehungen plötzlich mit 15.000 Umdrehungen pro Minute rotiert, dann fliegt sie einem irgendwann um die Ohren. Wer hätte das gedacht? Der Rallye-Golf brachte damals echtes Rennsport-Feeling auf die Straße und wie hieß es in der Werbung so schön, wo sie mit ihm antreten, ist ihre Sache. Nur 5000 Mal gebaut, gilt der Technikpionier als das Nonplusultra unter den Golf 2 und als Sammlerstück ist er der begehrteste Golf überhaupt. Schon deshalb gilt, der Rallye-Golf ist definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Viel innovative Technik aus dem Rallye-Golf wanderte übrigens bald in die Großserie. Die stärkste Version des Nachfolgemodells Golf 3, der ab 1994 produzierte 2,9 Liter VR6, ist ausschließlich mit Allradantrieb lieferbar.